Diablo ist ja tot, man sieht's, wir haben den Kopf gleich bei uns an die Wand gehängt. Ja, heiß diskutiert zumindest aus anderen Gründen, als man vielleicht gedacht hätte, aus denen es nach Release noch heiß diskutiert ist. Geht ja jetzt weniger darum, was für ein tolles Spiel es ist, wobei manche Leute es ja auch gut finden. Aber ist ja gerade viel diskutiert, ob das überhaupt noch Spaß macht oder ob Blizzard das so ein bisschen in den Sand gesetzt hat. Weiß man nicht. Spielst du gerade noch? Nein, es gibt so ein paar Sachen, die sind spannender. Und ein paar von den Sachen haben wir auch bei uns in der BAFT-Show, in der 302., falls ihr es noch nicht wisst. Und das erste wäre World of Warcraft. Da geht's natürlich mal wieder in die Pandaria-Beta. Auf dem Live-Server ist ja gerade zugegebenermaßen, steppt ja nicht gerade der Bär. Ja. Und in der Pandaria-Beta haben wir uns eine weitere heroische Instanz angeguckt. Die ist besonders für alle Leute spannend, die schon länger World of Warcraft spielen. Es geht nämlich nach Skolomans. Die wird ja überarbeitet, Bosse ein bisschen anders verteilt, Layout auch geändert. Und gibt's jetzt auch im heroischen Modus für Stufe 90. Wir befinden uns in der heroischen Version der Skolomans. Die wird ja mit Mists of Pandaria neu aufgelegt. Und hier haben wir uns gleich den ersten Boss geschnappt. Das ist Ausbilderin Kaltherz. Die ist relativ schnell nach dem Eingang, kommt man schon zu ihr. Man beseitigt vorher ein paar Hits, aber das war's dann auch schon. Ja, kommt direkt in dem ersten Raum, der ja in der alten oder der noch aktuellen Version der Instanz nicht wirklich einen großen Zweck hat, außer dass da Trash-Gegner drinstehen. Mhm. Ob man, glaube ich, die Questbücher da findet, ein paar davon. Aber in der neuen Version direkt der erste Boss. Die Hauptfähigkeit sieht man da schon relativ gut, kann man sich denken. Kommt so angeschlichen. Eiswand rückt immer näher, will man sich entsprechend nicht zu viel Zeit lassen mit dem Kampf. Denn auch die möglichen Fluchtwege, die es vielleicht gegeben hätte, sind blockiert. Ja, das gibt's aber auch nur in der ersten Phase. Da müsst ihr halt schauen, dass ihr die Kaltherze vorher erledigt. Da gibt's auch ein paar Frostattacken, da solltet ihr nicht zu nah beieinander stehen. In der zweiten Phase, die seht ihr hier, müsst ihr das Phylakterium noch erledigen, das bei Lichen so ist. Und währenddessen fliegen da ein paar Bücher durch die Gegend und macht spannende Sachen. Ja, beispielsweise verbrennen und verschatten und bisschen verackern. Chaotisch in der Phase. Man kann versuchen, denen so ein bisschen auszuweichen, wenn man einen so anfliegen sieht, ist aber so ein bisschen zwecklos irgendwie auch. Ja, da ist eher so Augen zu und durch. Auf das Phylakterium draufhauen und dann es möglichst schnell besiegen, damit man auch die Beute einstreichen kann. Und natürlich, damit die Bücher verschwinden. Da gibt's Beute. Und wir widmen uns auch schon gleich dem zweiten Kampf. Die Instanz ist ein bisschen anders aufgebaut. Nach dem ersten Bosskampfraum kommt ihr quasi in den zweiten Raum, wo der zweite Boss drin ist. Und das ist Jendis Barov. Die kennt man schon. Quasi. Nur ein bisschen anders. Ja, ist grundsätzlich vom Kampfablauf her aber immer noch sehr ähnlich. Die gute hantiert immer noch mit Illusionen von sich. Das sieht man jetzt gerade. Das sieht man jetzt. Da muss man eben rausfinden, welches die richtige Jendis ist. Ja. Sobald man die dann nämlich angegriffen hat, geht der Kampf weiter. Wenn man Pech hat, findet man lange Zeit nicht die richtige und prügelt sich von Illusion zu Illusion zu Illusion. Also für die Dungeon-Herausforderung könnte das ein bisschen lustig werden, wenn man quasi mit dem Timer im Nacken versucht herauszufinden, welche denn die richtige Jendis ist. Die richtige Jendis hat sich währenddessen auch quasi versteckt und castet diesen Illusionswirbel. Das sind diese arkanen Geschosse, die ihr da seht. Die machen auch ein bisschen Schaden, also man möchte schon dafür sorgen, dass diese Phase relativ schnell vorbeigeht. Ja, ansonsten hat man da gerade noch gesehen, in ihre Blickrichtung macht sich hin und wieder so eine arkane Stoß-Schockwelle. Für den Großteil der Gruppe wahrscheinlich nicht besonders interessant. Für den Tank, der muss dann eben auch kurz hinter sie laufen. Sie dreht sich da auch nicht mit dem Tank mit. Also ist an sich noch eine relativ einfache und harmlose Mechanik. Da rechts habt ihr gerade den Böppel gesehen, da wollt ihr auch nicht drin stehen, weil dann werdet ihr, also leidet ihr unter Disorientierungseffekten. Ja, dieses grüne Ding zieht auch immer einen Spieler zu sich hin, da läuft man dann entsprechend wieder weg. Jo. Und ansonsten wirbelt sie wieder, da wieder den richtigen rausfinden. Diesmal geht es ein bisschen schneller. Und dann hat man sie quasi bald auch schon besiegt. Ist nicht sonderlich gefährlich, aber natürlich. Da sieht man jetzt die Schockwelle nochmal ganz gut. Für die Heiler ein bisschen anstrengender, wenn dann die ganzen geisterhaften Erscheinungen da sind, würde ich sagen. Beziehungsweise es zieht kein Spieler zu sich hin, es stößt den Spieler weg, an dessen Stelle es erscheint. So rum war das. Wie auch immer, fernbleibend. Jetzt
haben wir es. Richtig. Jetzt haben wir es. So, und da ist Jendis tot. Und hinterlässt natürlich auch ein schönes Beutestück. Ihr solltet dieses Geschenk. Hier schauen wir uns gerade den Trash im nächsten Raum an. Da wartet auch quasi fast schon der nächste Boss auf uns. Das wäre dann Blutrippe, aber vorher gibt es da dieses kleine Event. Man muss hier Skelette bekämpfen und besiegen. Und dann ist da Gendling, den kennt man ja als Endboss. Ja, der hat so ein bisschen Trash-Talk mit Lillian Voss. Das ist ein Charakter, den kennen alle, die die neue Cataclysm-Fassung des verlassenen Startgebiets gespielt haben. Ja, und sobald ihr den ganzen Trash im Raum besiegt habt, seht ihr Blutrippe erscheinen. Der hat auch ein paar Fähigkeiten. Am interessantesten finde ich persönlich auch so für den Tank, ist das Rosten. Das sorgt dafür, jedes Mal, wenn er mit einem Nahkampfangriff trifft, der Blutrippe, dann macht er mehr Schaden, 5%. Wird aber 5% langsamer. Also jedes Mal, wenn er zuhaut, kriegt er dann so einen Buff. Der ist auch stapelbar und dann sieht das dann in etwa so aus, dass er dann langsamer zuschlägt, aber mehr Schaden macht. Das Ganze kann man auch ein bisschen abfangen, denn ihr seht beispielsweise bei den ganzen kleinen Gräbern liegen so Knochenhaufen. Die glitzern, die kann man einsammeln und dann hat man eine Knochenrüstung, die kann beispielsweise Schaden abfangen. Einmal natürlich vom Blutrippe selbst und einmal auch von seinem Knochenstachel, den er zufällig herbeiruft und damit Leute wegschleudert und auch Schaden verursacht. Ja, liegen eigentlich genug rum. Kann man auch schon für die Trash-Gegner vornehmen, falls man da irgendwie Probleme haben sollte, dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein. Ich hatte ein paar, weil ich nämlich die Akku von ein paar Skeletten hatte. Man muss natürlich schon seine Klasse auch spielen können und Gruppen, die nicht spielen. Wenn man das nicht macht, dann braucht man vielleicht so ein Schild. Ja, also normalerweise, also insgesamt muss man sagen, wirklich schwer jetzt zumindest in der Beta ist Kolomans nicht. Die Charaktere waren jetzt natürlich einigermaßen gut ausgestattet, werden aber ja auch ohnehin in der Beta runterskaliert. Muss man mal gucken, wie das auf die Live-Server kommt, aber wirkliche Probleme hatten wir jetzt mit der Gruppe zumindest nicht. Nee. Hier haben wir ganz besondere Gegner in dem Raum hinter dem dritten Boss. Da sind diese Monstrositäten, die lustige Blobs an Armen und Beinen und am Kopf hängen haben. Ja, da ist man mitunter so ein bisschen verwirrt, wenn man die zum ersten Mal trifft. Wir hatten auch jemanden in der Gruppe, der so ein bisschen doof geguckt hat. Die selber anzugreifen hilft nicht viel, weil die heilen sich. Man muss eben diese 5 pro Körper sind ja Geschwüre, Ekligkeiten, wie auch immer, angreifen. Und dann laufen die Herrschaften so langsam aus. Und wenn man alle 5 geschafft hat, dann fallen sie tot um. War in der Beta für Nahkämpfer ein bisschen schwierig, weil an das Ding am Kopf zum Beispiel bin ich partout nicht rangekommen. Ja. Auch nicht mit Springen. Ich hoffe mal, das ändert sich fürs Live-Spiel noch. Und gleich um die Ecke gibt's noch einen Kampf, nämlich den gegen Lillian Voss. Gleich doppelt und dreifach gegen Lillian Voss. Ja, die kämpft natürlich nicht freiwillig gegen einen. Eigentlich hat sie ja etwas gegen den Herrn Gendling. Aber der benutzt sie hier, um sie gegen die Spielergruppe kämpfen zu lassen. Ja. Da springt sie zum Beispiel hin und wieder mal Charaktere an. Da sieht man es jetzt. Zack, 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 zack. Macht ein bisschen Aua. Schnetzel, bisschen Schnetzel. Ist untertrieben. Ansonsten ist, also in der ersten Phase hier ist es vor allem für Nahkämpfer eher am nervigsten, irgendwie an ihr dran zu bleiben, weil das nicht ganz so einfach ist. Das ist ganz besonders schön, finde ich persönlich. Ihr müsst euch da bewegen aus den Tränen heraus und natürlich das so koordinieren, dass ihr mit 5 Spielern gleichzeitig nicht den ganzen Raum fest, also euch nicht gegenseitig in eine Ecke spielt. Ja, für ein paar Sekunden, während man den Effekt hat, hinterlässt man eben da, wo man steht oder entlangläuft, die hübschen Flecken hier. Auf einer Stelle stehen bleiben ist keine gute Idee, weil man möchte da nicht drinstehen. Ja. Und entsprechend will man das auch so ein bisschen verteilen, dass danach noch Raum übrig bleibt. Damit auch jeder irgendwo noch ein Plätzchen findet, wo nicht die böse Suppe rumliegt. Ihr habt ja gerade gesehen, Lillian wurde von ihrer Seele getrennt. Gendling hat das zu verantworten. Und die Seele ist quasi hat die zweite Phase, die fixiert einmal ihren Ärger. Das hat man gerade eben gesehen. Da rennt die Seele einem ausgewählten Charakter hinterher, wird auch angezeigt, welcher das ist. Und der muss dann quasi weglaufen, weil ein Tank kann beispielsweise Lillians Seele dann nicht abspotten. Und gleichzeitig natürlich auch noch lustig durch die Gegend rennen wegen dieser hübschen Tränenkugeln. Ja, aber der Kampf wird noch chaotischer. Wenn man die Phase nämlich durch hat, dann gibt es Phase 3 und die kombiniert beides. Ja.
Eigentlich habe ich gelesen, im Dungeon Journal sollte es nur die Fähigkeiten aus der ersten Phase geben. Wir hatten die Fähigkeiten aus der ersten und der zweiten Phase. Wir denken uns einfach mal, es gehört so. Ja, ist das in der Beta, fragt man sich öfter mal, ob jetzt der eigentliche Kampfablauf recht hat oder ob das Dungeon Journal recht hat. Auch in den Raids gibt es da teilweise noch Unterschiede. Also ich glaube, der Kampf, so wie wir ihn jetzt in der Instanz erlebt hatten, dass die dritte Phase quasi nochmal beide kombiniert, sowohl mit ihr als auch mit ihrer Seele, mit den jeweiligen Fähigkeiten, macht schon irgendwie Sinn. Wirkte irgendwie so für den Kampf schlüssig und war jetzt auch nicht unmöglich schwer. Insofern würde ich mal davon ausgehen, dass das schon so gedacht ist. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch noch einen kleinen Zwischenboss, den Professor hier. Der ist nicht besonders spannend, also der macht Giftschaden, wie man sieht, und spuckt ein bisschen Feuer. Das Ganze findet in dem Raum statt, in dem vorher auch die ganzen Schüler rumgehängt haben. Nur diesmal sieht er ein bisschen aus wie ein Vorlesungsraum. Und der Gute hat ein interessantes Elixier, das er auf seinem Tisch abstellt, beziehungsweise das auf seinem Tisch steht. Das möchte man dann doch gerne mitnehmen für den Endkampf, nämlich gegen Gendling. Das sorgt nämlich dafür, dass zufällig Schaden gewirkt wird auf Gendling und seine Kumpanen. Naturschaden, ja, also zufällig ausgelöst wird. Sieht man lustig aus. Ja, genau. Ja, der Boss hier selber, die grüne Gipfelpfütze nicht drinstehen und später verwandelt er sich dann hier in den gar nicht mehr hübsch anzusehenden Golem und greift dann auch zufällig Charaktere an. Ist aber auch nicht so super schwer. Ein Tipp noch für das Wegräumen des Trashs hier in dem Raum, tatsächlich Pack pro Pack vorgehen. Nicht alles auf einmal, wenn ist gefährlich. Wenn man zu viele auf einmal probiert, dann hilft auch irgendwann das tollste Equipment nichts mehr. Wir haben es ausprobiert. Ja, wir haben Erfahrung. Und dann sind wir schon beim Endkampf gegen Gendling. Ja, diese ganzen, das muss man noch kurz sagen, diese ganzen Mini-Bosse in den extra Räumen, die sind weg. Nee. Man wird in die Räume noch rein teleportiert, um eben, aber auch das kennt man schon von Gendling, dann sich gegen so ein paar Zombies zur Wehr setzen zu müssen. Wenn man alle getötet hat, geht die Tür wieder auf und man kommt zurück. Aber man muss die Räume vorher eben nicht mehr leer räumen. Ja, man sieht hier gerade, ich war etwas verwirrt, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, ob die jetzt so gefährlich sind oder nicht. Deswegen bin ich etwas kopflos durch die Gegend gerannt. Aber die Zombies sind relativ harmlos. Ja. Und sobald sie besiegt sind, ist wie gewohnt das Tor wieder offen. Ich glaube, der Paladin ist es, der war auch etwas verwirrt, was ich dann plötzlich da hinten gemacht habe. Der kannte das vermutlich noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall kann man dann wieder zu Gendling zurück und in den Kampf eingreifen. Er ruft dann auch, wie man sieht, ein paar Ghule herbei. Ja, ich dachte zuerst, ach, der Todesritter wieder, bis wir einfiel, wir haben gar keinen Todesritter dabei. Ja, die Ghule sind von Gendling. Ja. Die möchten wir noch gerne umhauen, denn solange er sie beschwört und sie da sind, nimmt er 50% weniger Schaden. Das heißt, da macht es Sinn, sich auf die Ghule zu konzentrieren. Ansonsten hat er noch ein paar Hexenmeister-Zaubersprüche drauf. Das Verbrennen, den Feuerbrand, allerdings jetzt nichts wirklich Bahnbrechendes. Die interessanteste Mechanik an dem Kampf ist tatsächlich nur noch, dass ein Spieler, ein zufällig ausgewählter Spieler, einfach weggeportet wird und sich dann gegen Massen von Zombies durchschlagen muss. Ja, alles machbar, schlägt auch so in die Kerbe der heroischen Instanzen, die ja mit Mists of Pandaria ganz bewusst nicht mehr so schwer sein sollen, wie sie zu Cataclysm am Anfang waren. Kann man jetzt geteilter Meinung sein, Skolomance dürfte ruhig ein Tick schwerer sein für meinen Geschmack, aber davon abgesehen ist zumindest grundsätzlich die Überarbeitung, ein schwieriges Wort, sehr gelungen, glaube ich. Ja, sieht auch sehr viel schöner aus, finde ich. Also die Instanz sieht besser aus, der Trash ist deutlich spannender, Bosse sind sinnvoller platziert, also gelungene Überarbeitung. Ja, die Beta von Mists of Pandaria inzwischen auch weitestgehend schon komplett. Also sind noch nicht alle Raid-Modi getestet, Haustierkampf fehlt immer noch, nachdem wir mal kurz da waren und so ein paar Kleinigkeiten, aber insgesamt wartet man eigentlich so langsam dann mal darauf, dass der Release-Termin angekündigt wird. Langsam wird's Zeit, würde ich mal sagen. Kommen wir zu einem anderen Dungeon, da wir gerade in einem Dungeon sind. Aus dem Dungeon, in den Dungeon. Und zwar in The Secret World haben wir The Polaris besucht, also das Polaris Dungeon, das ihr in Kingsmith finden könnt. Und der Matthias war da unterwegs und zeigt euch mit der Mairi, was da für fiese und mysteriöse Gegner auf euch warten. Miss Radcliffe und ich hatten eine kleine Debatte über unsere Nicht-Eingriffspolitik in dieser Region.
Ich war in der Highschool im Debattierclub. Aber vielleicht haben wir doch eine Mit Chance, diesem schönen Einstieg springen wir direkt in eine Instanz von The Secret World, und zwar in die erste, die man angehen kann, in die Polaris. Matthias, du hast es gezockt. Erklär mal kurz, was ist es und wo kriegen wir die Quest? Die Polaris ist ein Containerschiff, was auf einer kleinen Insel vor der Küste von Kingsmouth gestrandet ist und als Quelle der Monsterinvasion gilt quasi. Und bei diesen netten Men and Women in Black von der Orochi Group im Norden von Kingsmouth an dieser Einbrücke erhalten wir die Quest für die Instanz. Da die feinen Herren sich zu fein sind einzugreifen, werden wir also damit beauftragt, dort mal nach dem Rechten zu sehen. Die Gruppe nicht für Verletzungen haftet, die ihnen durch diese Aktion entstehen und sie außerdem... Wie immer, die ganzen Questtexte von Secret World haben immer diesen etwas schrägen, auch ein bisschen schwarzen Humor. Hier gehen Sie bitte auf Untotenjagd, aber unterschreiben Sie erstmal, dass wir keine Haftung dafür haben. Ich mag irgendwie das Ganze, dass es irgendwie so diese Alltäglichkeiten, so eine Art Büroalltag mit in die Monsterjagd reinbringt. Und hier bist du schon auch dabei, die ersten Monster zu verdreschen. Genau, wir sind jetzt mit dem Hubschrauber rübergeflogen zu der Insel, hatten eine kleine Trash-Gruppe vor uns und dann kommt auch schon der erste Boss. Der Haugbui Jarl nennt er sich. Oder wie auch immer man das ausspricht, ich nehme an, es ist wieder altisländisch. Ja, irgendwie haben die hier alle sehr eigenartige Namen. Bei ihm gibt es eigentlich nur zu beachten, dass keiner im Wasser steht, weil das unter Strom steht. Das könnte etwas unangenehm werden. Und ansonsten macht er noch so einen kleinen Area-Effekt, aber da kann man dann easy ausweichen. Ansonsten sieht das Charaktermodell sehr vertraut aus von den anderen Draug. Ja, es ist ein kleiner, ein normaler Draug zum Warmwerden quasi. Das Schöne an der Instanz ist, dass es relativ wenig Trash gibt. Hier gibt es nochmal eine kleine Zwischensequenz, die uns jetzt das Schiff zeigt, was unser eigentliches Ziel ist. Und nach nur einer kleinen weiteren Trash-Gruppe kommen wir auch direkt zum zweiten Boss. Eine Zauberin. Den Namen versuche ich jetzt gerade gar nicht erst auszusprechen. Blarbane Sorceress? Also wir hatten jetzt gerade den Draug und das ist jetzt wahrscheinlich das Gegenstück zu den Seacrawlers. Genau, und die macht hier so einen Gewitterwolken. Ist ebenfalls... sehr elektrisch geladen, das Ganze hier. Und außerdem ruft sie noch Freunde herbei, die ebenfalls bekämpft werden müssen. Von der Waffenverteilung würde ich ja her sagen, du machst da einen Range-DD ungefähr. Das ist korrekt. Mit deiner Suraria. Es sieht jetzt nicht so aus, als wären die irrsinnig schwer, die Bosse, oder seid ihr schon so gut ausgerüstet? Die Gruppe ist normal zusammengecastet aus Leuten, die da am Leveln waren. Mein Charakter war vielleicht ein wenig schon zu hoch, weil ich schon im nächsten Gebiet unterwegs war. Mhm. Aber ansonsten ist das hier noch relativ einfach am Anfang. Also der Boss hat noch ein Schild, den man entweder entfernen kann oder durch Schaden überwinden. Und wie wir hier sehen, ohne Schnitt geht es auch direkt zum nächsten Boss. Auch da fällt er ins Wasser. Dieses Modell sollte schon bekannt sein. Wir grasen hier quasi einmal die Kingsmouth Monsterpalette ab. Der Varanian hat zwei Phasen. In der ersten ist er hier noch relativ genügsam mit seinem kleinen Area-Effekt und ab und zu nimmt er mal einen Bart und taucht ab und dann kommen so kleine Ads, die bekämpft werden müssen. Das ist aber wieder zurückgekommen? Genau, das macht er, bis er bei 50% Lebenspunkte ist. Und dann geht er erstmal stiften. Geht es hier hinterher zu rennen und weiter Schaden zu machen oder kommt jetzt erstmal eine Überraschung? Wir rennen hinterher, bekämpfen die kleinen Ätzte, die uns dabei stören, bis wir wieder auf den Boss treffen, der sich dann hier zwischen den Containern aufhält. Hier ist es jetzt wie beim ersten Boss, dass man nicht im Wasser stehen sollte, weil das Wasser wieder unter Strom steht.
Komischerweise hat das Schiff aber hier günstig seine Ladung verloren, um uns trockenen Fußweg zu bieten. Ja, aber da Container aus Metall sind, stehen die teilweise auch unter Strom, so wie jetzt der, auf dem ich hier gerade stehe. Da sollte man, wenn es denn nötig wird, einen Positionswechsel in Erwägung ziehen. Sah jetzt aber nicht so aus, als würdest du irrsinnig viel Schaden nehmen oder ihr habt einen guten Heiler dabei. Ja, es hielt sich in Grenzen. So, jetzt seid ihr wieder an Land gekommen. Was ist das? Ja, und nach zwei weiteren kleinen Trashgruppen sind wir schon beim nächsten Boss. Die Haugbui-Mutter oder Mother. Das Charaktermodell kommt mir jetzt nicht so vertraut vor. Also da wurde nicht recycelt. Also es erinnert mich eher, als wäre es irgendwie aus Diablo abgehauen gerade. Ja, hat so ein bisschen was. Die macht immer so einen kleinen Effekt nach vorne. Da steht ja, wenn, dann nur der Tank drin. Und ansonsten spawnt auch sie kleine Ads, die nebenbei mitbekämpft werden. Sobald sie 15% Lebenspunkte erreicht hat, geht sie in diesen Selbstzerstörungsmodus und explodiert. Ich nehme an, da sollte man nicht drinstehen. Ist nicht anzuraten, nein. Dann macht man noch die kleinen Begleiter weg und dann ist auch das geschafft. Wie sieht es insgesamt mit dem Loot aus? Du guckst dir hier gerade kurz an, was es an Waffen gibt. Ja, es gibt halt im blauen Loot Waffen und Talismane. Alles, was den Charakter, was man so gebrauchen kann. Das sieht jetzt aus wie eine große Version von dem Lutefisk, der ohnehin in der Gegend rumläuft. Oder von diesen, ja, wie soll man das sagen, den Draugproduzierern, die Sporen verteilen. Genau, wir sind jetzt im Inneren des Schiffs und da hat sich dieses Riesenvieh eingenistet hinter den Containern. Hier gilt es, den Bodeneffekten auszuweichen und Nahkämpfer sind da nicht gerne gesehen, wenn, wie eben gesehen, so ein Effekt um den Boss herum erscheint. Außerdem spawnt auch er Ads, die nebenbei mit bekämpft werden müssen. Also Bewegung ist hier das A und O. Die spawnen ja vor allen Dingen hier ziemlich häufig, diese Bodeneffekte. Das heißt, man ist wirklich die ganze Zeit dabei, die Position zu wechseln. Ja, das Secret macht das ja zum Glück nichts aus, weil man alle Skills auch in der Bewegung verwenden kann. Auch die Skills, die kanalisiert werden. Und so. Netterweise bereitet uns das Spiel ja auch gut darauf vor, dadurch, dass eigentlich die meisten Gegner, die so frei rumlaufen, auch schon Area-Effekte haben und wir immer in Bewegung sein sollten. Genau, so. Jetzt sind wir eigentlich schon auf dem Heimweg, weil wir denken, wir haben es geschafft. Aber die Stille ist trügerisch. Das sah nicht gut aus. Tja, da geht unser Helikopter gleich runter. Ich habe das Gefühl, ihr habt Besuch von Cthulhu bekommen. Ja, in dem Fall ist es der Urdraug. Quasi der Vater aller Draugs. Und den müssen wir jetzt noch besiegen, bevor wir hier fertig sind. In der ersten Phase ist er noch relativ harmlos, also er macht schon relativ viel Schaden am Tank. Aber ist noch nicht sonderlich gefährlich für die Gruppe, solange man aus diesen Bodeneffekten, die wir hier sehen, herausgeht. Die macht er nur in einem Kegel nach vorn. Also man kann sie auch hinter ihn stellen, dann braucht man sich gar nicht bewegen. Aber er macht die ganze Zeit diese Greifbewegung nach vorne. Das heißt, es ist auch keine Frage, dass der Tank da ausweicht und immer wieder rangeht, sondern die kriegt man halt ab. Richtig. Hier geht er jetzt in die zweite Phase. Da gilt es, sich hinter diesen Felsen zu verstecken. Weil diesen Cast, den er hier macht, sollte man nicht abkriegen. Außerdem wird er gleich die Welt in ein dunkles Blau hüllen. So, und in dieser Phase sollte man versteckt bleiben und sich nicht vom Boss erwischen lassen, weil dann ist man fast tot. Cool, also es gibt jetzt auch noch eine richtige Schleichphase in diesem Bosskampf. Genau, hier kommen manchmal noch so kleine Ads vorbei, die kann man nebenbei mit bekämpfen.
Aber Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, dass keiner dem Boss zu nahe kommt, der durch die Gegend marschiert. Hier sehen wir eins von diesen kleinen Ads, die immer mal über den vorbeikommen. Da hinten war kurz der Schatten des Bosses zu sehen. Also ich finde, es baut schon richtig gut Gruselstimmung aus. Es hat eine etwas beklemmende Atmosphäre, ja. Es ist groß und es wird mich umbringen, wenn es mich sieht. Nur nach einer Weile kommt er wieder raus aus dieser Phase und dann kann er normal weitergekämpft werden. Ach, das tat weh? Ja, da stand die etwas zu weit vorn. So, und jetzt ist er in seiner Endphase. Da zieht er die Spieler immer an sich ran und macht verdammt viel Schaden und da muss er relativ schnell fallen, weil es sonst nicht gut ausgeht. Ich finde insgesamt eine ziemlich coole, ziemlich runde kleine Instanz und halt angenehm wenig Trash.